Weißt du... Hey, ich rede mit dir! Ah, noch immer so still. Ich bin hergekommen, um mich zu entschuldigen. Endlich habe ich den Champion gefunden. Er ist bei seinem Gear. Ah! Ah, Gesundheit. Entschuldigung, Leute. Was ist dein Problem? Ich dachte, er hat das geklärt. Ich bin kein Typ, der an die Vergangenheit festhält. Ich bin mehr interessiert an die zwei Gears hier. Wer zur Hölle bist du? Du hast sie so geil getuned, das ist wahr. Ich glaube, Fei und ich, wir werden hier sehr viel Arbeit haben mit den Gears. Du bist wirklich der Battle Champion? Oh, Moment, Moment. Ich meine, der Ex-Champion? Ich wundere mich, dass du so gut über Gears Bescheid weißt. Tja, sieht so aus, als würde ich trotzdem nicht viel lernen hier. Und ich weiß auch nicht viel über diese Welt. Ich war in einem dunklen Gefängnis. Sehr interessant. Ich werde jetzt weiter fortsetzen. Ich glaube, ich habe meine Meinung geändert. Lasst mich euch beitreten, Boss! Ich glaube, es ist in Ordnung. Tja. Der Ex-Champion hat Bart schon mal verziehen, mehr oder weniger, weil das Gear ihm so schön, naja, aufgemotzt hat. Was? What do you want to do? Hier loadern und Gear, was? Achso, über das Gear hat es erfahren. Das ist die Stier. Das ist der Battle Champions Rico's Gear. Höhe 19 Schals. Gewicht 20,8 Kans. Volles Gewicht 27,5 Kans. Was ist ein Schal? Was sind Kans? Ist es auch ziemlich langsam. Es hat auch sehr viele Roller. Es wurde für einen Kampf gebaut. Und es hat sehr gute Werte. Der Bohrer und den linken Arm kann sehr viele Stahlplatten mitnehmen, mit bis zu 0,8 Schals. Schals scheint hier eine Größe Angabe zu sein und das Kals eine Gewichtseinheit. Die Frage, wie ist nur die Umrechnung auf Kilo und Meter? Wäre schon interessant. So, Fei müsste dann demnach auch bei seinem Gear sein. So, wo ist denn die Welt all? Das hier ist Sidans Gear. Hier ist nicht viel los, ne? Die machen ja nicht mal hier was. Die Techniker, hier ist nur ein einziger Kerl. Ah nein, hier ist ein Techniker. Und der hier hinten auch noch. Hey, sind doch ein paar mehr. Hey, es geht her. Oh, ihr junger Master, ist es für euch ungewöhnlich, dass ihr normal allein seid? Ich glaube, dem habt ihr schon mal so klügen. Kann das sein? Mir kommt der Text so bekannt vor. So, das hier ist Bart sein Gear. Das hatten wir schon. So schön rot. Oh yeah. Die Welt da ist ja schwarz. Von daher. Jetzt ernsthaft, wo ist die Welt da? Hallo. Welt da. Moment, wir haben einen Platz frei. Nein, sogar zwei. Sogar drei. Hallo, hier in den Hangar passt eine Menge. Da ist der Champion, also Ex-Champion Rico. Da ist vom Sidan. Da ist vom Bart. Da fehlen zwei. Elia Gear und Faisen Gear. Oh. Sehr interessant. Ich glaube, die sind in die Richtung ausgeflogen. Ich kann noch immer nicht hin. Ah! Gut, Leute, ich suche wieder offscreen herum. Das könnte etwas länger dauern. Ja. Ich glaube, ich habe Sidan gefunden, Leute. Ah, der Junge. Wollt ihr mit mir reden? Redet mit mir! Ich wollte mit euch über die Goliath reden, über das Abschießen. Es tut mir
Oh, ist es deswegen? Ja, es kann nicht weiterhelfen, ne? Aber ich glaube, an der Knarre rumzuhüpfen, ist eine schlechte Angewohnheit von dir, ne? Ein König sollte stets ruhig bleiben und seine, was? und Urteile sehr vorsichtig machen. Mason hat das gleiche gesagt. Ja, ich weiß. Nebenbei, ich will dir das fragen. Das ist ungewöhnlich. Tja, es ist wegen dem Kriegsschiff, wo wir drauf sind. Es ist der gleiche Typ wie die Yggdrasil. Achso, das ist nicht die Yggdrasil. Die Yggdrasil wurde ja mehr oder weniger im Sand versenkt. Vor einigen Jahren, ein alter Mann hat mir erzählt, dass hier irgendwo in Frieden von Kislev irgendwas gemacht wurde. Aber es wurde halt eingemottet wegen dem Frieden. Und deswegen existiert das hier. Was beschäftigt dich dann? Das Symbol auf dem Schiff. Es ist nicht unser royales Zeichen. Schau mal. Das ist... Ich glaube, ihr kennt es. Welches Zeichen ist das? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es sieht so aus wie Shevats Zeichen. Shevat? Was meinst du? Die Yggdrasil ist vielleicht nicht bei seinem Vater gemacht worden. Zu dieser Zeit war sehr viel Potenzial in Technologie, die wir noch nicht verstanden haben. Und es war viel versteckt. Vielleicht war dein Vater so gut und, naja, er hat sich gefürchtet vor solcher Stärke und hat es irgendwo verschlossen. Ich verstehe. Das war also nicht vom Start an, ne? Wenn das so ist, will ich die Jungs treffen, die dieses Ding hier gebaut haben. Ich glaube, sie sind näher, als du denkst. Hä? Was hast du gesagt? Nichts. Ich wundere mich nur, wo Fire und Alice sind. Ja, ihre Gears fehlen. Tut mir leid, es ist meine Schuld. Nein, es ist nicht deine Schuld. Ich meine, ich bin sicher, sie sind in Ordnung. Tja, es gibt dafür keine Beweise. Aber ich fühle mich trotzdem besser, weil du es gesagt hast. Was? Even thought I know you are probably lying to your teeth. Ich glaube aber, du hast die Zähne runtergemacht, um mich jetzt besser fühlen zu lassen. Was? Das macht keinen Sinn. Auf jeden Fall bin ich jetzt nicht mehr so niederklagig wie vorhin. Punkt. Dunkel hier. Stimmt, Fire und Ellie sind noch immer auf der kleinen Insel. Es sieht so aus, als wären wir weitergedriftet. Irgendwann hin. Noch immer am Driften. Klingt nach mir. Was meinst du? Bin herumgedriftet. Wie bei... Als wurde ich gesteuert. Nee, das ist nicht richtig. In Awe hast du Bart geholfen, wie er es gebraucht hat. Und in Kislev... Hast du alles gegeben, um es zu verteidigen, um jeden zu retten? Du hast mir vieles gezeigt. Nein, ich meine, ich bin nicht gut. Warum? Vielleicht tief in mir will ich nicht helfen. Ich krieg das Gefühl, ich bin fertig, weil ich es benötige. Aber wenn ich irgendetwas tue, dann glaube ich, habe ich engen Platz, wo ich hingehöre. Da ist eine Seite von mir, die diese Seite mag, die sich selbst mag. Das heißt nicht, dass ich nicht helfen will, aber das heißt, ich will auch helfen. Es ist vielleicht nichts. Aber es ist auch nicht das Ganze.
Ich bin sehr weit abgedriftet. Bis ich dich getroffen habe, Ellie. Jetzt sind wir gestrandet, hier irgendwo im Ozean. Tut mir leid, dass ich dich hier mit hineingezogen habe. Es ist okay, mach dir keine Sorgen. Ich denke darüber nach, während ich hier bin. Ich könnte zurückgehen, aber aus irgendeinem Grund will ich nicht. Vielleicht, weil ich glaube, dass es mir besser geht, um etwas zu tun, als nichts zu tun. Die Musik im Hintergrund ist schön. Ich glaube, darum fühle ich mich so, als hätte ich etwas getan. Es ist okay, dass wir nicht alles tun können. Wir können nicht alles retten, aber immer einen Teil. Selbst wenn du dich fast komplett fühlst, wenn du immer das Gleiche magst, es wird niemals das Ganze sein. Ein Teil ist besser als null. Du hast recht. Tut mir leid. Wenn wir gerettet sind, wirst du zurückkehren? Ich glaube nicht, dass ich zurückkehren werde zu meinem Squad, zu meinen Leuten. Jetzt will ich auch nicht mehr zurück. Und ich will auch nicht dort sein. Nebenbei, ich kann vielleicht etwas anderes tun. Ich glaube, ich gehöre nicht in die Armee. So, vielleicht sollte ich da auch zurück zu meiner Stadt. Ist es möglich? Aber was über die Armee? Es ist nicht so, als würde es jeder wissen, weißt du? Die haben mich wahrscheinlich schon als, MEA klassifiziert. Auch genannt als Missing in Action, auch genannt als Vermisst. Ich glaube, du wirst überleben. Ich bin mir sicher, du wirst einen Weg finden zu deinem früheren Leben. Oder in dein Leben. Wenn du es sagst, das klingt so komfortabel. Ja. Sei nicht so hart zu dir selbst. Jeder will etwas zu seiner Zeit haben. Jeder von uns will etwas hergeben von seinem Inneren zu unserem Äußeren, zum Anderen, um akzeptiert zu werden. Selbst ich. Erinnerst du dich dran, wie du dich selbst... Was? Wie du dazu gerissen hast, die Rationen zu essen? Die Notrationen? Hey, bist du okay? Ich hab doch gesagt, du sollst dieses Tierchen nicht essen. Es schmeckt furchtbar. Letzte Zeit, als ich was gegessen habe, war es nicht so schlecht. Da hat es auch da gekocht. Roher Fisch hat er gegessen. Uah. Aber wenn wir nichts tun... Was? Aber wenn wir etwas tun, selbst wenn wir das tun, werden wir sterben. Ich glaube, da gibt's keinen anderen Weg. Ich hoffe, ich kann das noch ein bisschen länger hinauszögern. Ein bisschen. Das sollte uns für einen Tag hinauszögern. Aber es ist nur für, Notfälle. Also kann ich nicht versprechen, dass es gut schmeckt. Hä, was? Das ist trocken und, krümelig. Ich dachte mir schon, dass du sagst. Du magst es nicht, ne? Was? Nein, es ist gut, ja, es ist wunderbar. Was du auch immer teilst, kann nicht so schlecht sein, ne? Ja, das war ein kleiner Flashback, wie Fire die Notration gegessen hat, nachdem er seinen rohen Fisch gekostet hat. Ich weiß nicht, roher Fisch habe ich zwar noch nie selbst gekostet, aber ich will es mir gar nicht vorstellen. Du hast dich selbst dazu gebracht, die Ration zu essen. Ne? Für mich zu überleben ist wichtiger, als nicht zu teilen. Aber die beim Essen zu sehen, da war es nicht bis so, so schlecht. Ich fühle mich gut, weil ich mit dir geteilt habe.
So fühle ich mich ein bisschen besser. Für dein eigenes... For your own sake. Sake. Ich brauche unbedingt wie möglich mal ein neues Wörterbuch. Ja, für mich selbst. Fühlt sich ein bisschen, naja, egoistisch an, ne? Ach, ich glaube, es ist okay. Das war ja mein erster Weg. Aber Teil für Teil lerne ich etwas dazu, über meine eigene Höflichkeit, Freundlichkeit, naja. Und irgendwann werden wir etwas teilen, etwas Wichtiges. Irgendwann. Eines Tages. Ah! Hä? Was denn? Was ist? Nichts. Aber, ich glaube, ich hatte schon mal irgendwann mal gesagt. Langes her. Es muss zwar vielleicht eine Einbildung sein, aber ich kann dir jetzt nicht sagen. Ich habe das wahrscheinlich irgendwann mal erzählt, vielleicht dir. Wir haben uns schon mal getroffen, haben wir nicht? Ja, vielleicht ist es nur eine Einbildung. Vielleicht aber nur. Ellie! Hey Ellie! Aufwachen! Es gibt zwar kein Frühstück, aber trotzdem! Good morning, Fei. Du bist ziemlich früh auf. Keine Zeit für Formalitäten. Schau mal! Hä? Wow! Was ist das? Sieht aus wie eine Plattform oder eine Bergungsmaschine. Eher eine Bergungsmaschine. Die Frage ist nur, wen gehörte? Coole Musik nebenbei. Ich hab mich gewundert, dass hier Leute wohnen auf dieser See. Ihr zwei habt sehr begeistert unterwegs, das habe ich mal irgendwo gehört. Danke, dass ihr uns da rausgeholfen habt. Ihr solltet besser den Captain danken. Derjenige, der Befehl dazu gab, euch zwei hier hochzuziehen. Er war der Captain der Thames. Thames? Captain? Die Thames ist die Stadt auf See. Das ist, wo ihr jetzt seid. Das ist eine Stadt? Das Ding hier ist eine Stadt? Sieht aus wie ein Schiff. Na, obwohl, wenn ich an die heutigen Schiffe denke, die haben ja auch alles. Ist auch irgendwie eine fahrende Stadt. Der Captain ist ein bisschen merkwürdig und schon ein bisschen älter. Ihr werdet ihn treffen. You will see when you meet him. Also ihr werdet es sehen, wenn ihr ihn trefft. Aber er ist ein, kein alter. Er ist nur ein bisschen, naja, durchgeknallt. Was mit unseren Gears? Macht euch keine Sorgen damit. Wir haben sie hineingesteckt. Innen der Thames. In den Versorgungsdock. Das Seewasser wird hineingehen und, naja, es wird ein bisschen dauern, um sie zu reparieren. Ihr werdet es für uns reparieren? Ein bisschen merkwürdig, oder? Naja, so sind wir halt. Wir sind nette Leute. Egal, was ihr denkt. Aber wir haben keine Wahl. Es ist nämlich bei Captain sein Befehl. Tja, ich muss jetzt gehen. Ich bin beschäftigt. Man sieht sich. Kommt zur Brücke, wenn ihr euch ein bisschen umgesehen habt. Ich bin mir sicher, der Käpt'n will euch treffen. Hi, stimmt das nicht? Ich... Mir kommt vor, ich habe diesen Typen schon irgendwo mal gesehen. Egal. Tja, willkommen auf der fahrenden Wasserstadt, würde ich mal sagen. Die ziemlich Großes. Oh yeah. Hier sehen wir uns in X-Part etwas genauer um.
das wird noch ziemlich basic, weil diese Stadt ist größer als man denkt. Oh yeah, und hier ist sogar ein Speicherpunkt, den werde ich auch nutzen. Juhu! Jupp! Die Musik hier ist irgendwie cool. Tja, bis nächstes Mal, Leute, ciao!